Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die besser Fußball spielen als ganz Grönland. Christian und Sascha. Zu Gast im Studio Marek Selle, the face of Schoki-Banoki. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki mit einer wunderbaren Sendung. Holy heute hier bei den in den Studios von Radio Rheinwelle. Der Christian ist hier im Studio, oder? Der Marek ist hier im Studio. Hallo. Und wir haben uns überlegt, schon so lange zurück, ja, dass wir mal das Thema FKK auf den Tisch legen. Genau. Verstehst du? Ja. Holen raus! Ja, warte. Ja. Dauert einen Moment. FKK, du hast ja als Potsdamer, als ostdeutscher Austauschbandit, ja, hast du ja sehr viel Erfahrung mit FKK. Ach, ja. Wie war das denn so mit 10 noch? Hast du das da wahrgenommen? Muss mal überlegen. Oder wann hast du es nicht wahrgenommen? Ich war schon frühreif. Aber du bist mit deinen Eltern immer FKK gegangen. Ja, die ist ein bisschen verschwommen, aber im Osten war man ja sowieso etwas freizügiger. Und wenn man sich das mal statistisch anschaut, sind die ostdeutschen Frauen ja so, keine Ahnung, mit 16 Mama geworden oder so. Wo sie hier noch an eine Karriere gedacht haben. Ich weiß nicht, ob das mit dem FKK zusammenhängt. Ich kann nur von mir sprechen und da kommen ja die Hormone und das entwickelt sich alles. Okay. Also, ab welchem Alter bist du geil geworden? Ja, das war so 10. Das war 10. Redaktionell total wertvoll hier. Super. Okay. Ist doch mal interessant. Ja. Also bei mir war es definitiv später. Ja, später als 10. Später als 10. Also erst ab 23 Uhr. Aber wie war es denn? Ich meine, ich habe das jetzt live gesehen. Ja. Wie live? Ihr habt das in Zeitschriften gesehen, die dann verklebt waren irgendwann. Ich hab keine Zeitschriften gesehen. Otto-Katalog und so. Damit ja, stimmt. Otto-Katalog. Die erste Frau in Straps, die ich gesehen habe, war Pippi Langstrumpf. Ja, was denn? Ist so. Ja. Die hatte Strapse an. Ja, die hatte Strapse an, ist ja klar. Nee, also Otto, stimmt, Otto-Katalog. Hast du recht, Otto, der Quelle-Versand Quelle und sowas. Ich, genau. Quelle-Katalog mit der Unterwäsche, hat man, ja. Aber ich habe eigentlich mehr die Was kommt denn jetzt für eine Scheiße? Nee, Otto-Katalog habe ich eigentlich mehr die Computerspiele mir angeguckt. Ja, genau. Ja, klar. Genau, das ist genau wie die Leute, die den Playboy kaufen. Ich fand, diese Atari und sowas, weißt du, kennst du diese Konsole noch von 2600? Ja. Atari 2600, die fand ich so geil, dass da die Seiten verklebt waren. Ach du Scheiße. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei Oma und Opa zu Besuch war und hatte diesen Quelle-Katalog. Auf dem Kopfkissen liegen und ein Taschentuch. Jedenfalls kam irgendwann Oma rein und hat mir einfach nur ein Buch hingeworfen und ist direkt wieder aus dem Zimmer raus. Das war ein Aufklärungsbuch. Die hat das irgendwie mitgekriegt. Die hat so, hast du die Tür aufgemacht und dann hast du nur so einen Arm gesehen mit dem Buch. So, ja, und dann ja, ist er so reingeflogen und du hast in dem Arm erkannt, das muss die Oma gewesen sein. Da habe ich rumgeblättert und dachte, scheiße. Ja. Irgendwie... Junge, mach was. Wir haben es alle mitbekommen. Ja. Bevor du wieder den Quelle-Katalog einen Pelz fließt. Das war den ganzen Tag so unangenehm mit dir. Mach was, Junge. Du hast jetzt Zeit. Ja, ist dunkel. Ja. Wir hören auch nicht wirklich hin. Nein. Nee. Da kann sich doch keiner von freisprechen. Hör doch auf. Komm. Was denn freisprechen? Was denn? Meine Oma hat mir keine Pornos hingeschmissen. Seine Oma auch nicht. Das sollte mich aufklären. Ja. Das wollten sie nicht persönlich machen. Was haben sie denn? So ein Heft mit Sascha Hehn oder was? Ich weiß es nicht mehr. Was mit Sascha Hehn? Sascha Hehn hat Aufklärungsfilme gemacht. Da gab es bestimmt Bücher von. Oder Oskar Kolle oder Oswald Kolle. Gab es doch früher. Okay. Oswald Kolle. Ich bin ein bisschen jünger als ihr. Deswegen bei uns war das. Du hast Peter, noch Eis am Stiel hast du geguckt. Mama, Papa, Ida und Minimum oder sowas hieß das Buch. Minimum. Eis am Stiel. Ja. Dass du das, Minimum geguckt hast, ist mir klar. Oder Tutti Frutti aufgenommen und dann immer auf Pause gedrückt. Ja. Tutti Frutti mit Egon Hugo Balder. Ja, ja. Der ist Hugo Egon, aber der ist wirklich. Hugo Egon Balder? Hugo Egon Balder. Der heißt aber im wirklichen Leben heißt er Egon Hugo Balder. Sein bürgerlicher Name. Im Ernst? Okay, ja. Tutti Frutti. Tutti Frutti, genau. Tutti Frutti, also, Eis am Stiel. Eis am Stiel. Oder Premiere, damals noch so verschlüsselt. Jetzt kommt die Ananas. Und dann flu, flu, flu. Ja. Und jetzt die Birne. Mit den Streifen ja, drin. Ja, und dann musstest du die Augen so zusammenkneifen. So ein bisschen, was hast du gesehen? Ach stimmt, genau, das war dann so. Ja. Geil. So, das war die Also, kennst du Eis am Stiel noch? Kennst du noch Eis am Stiel? Ne? Mit Benny, Bobby. Ach, die Namen habe ich wieder nicht das gemerkt. Das Geile war ja, dass Benny, Benny meinst, Bobby... ich habe mir die Namen von den Kerlen gemerkt, oder was? Ne? Meine wie heißt, ja. Wie heißt der dritte Nummer? Weiß ich nicht. Ja, und das Geile war, Benny und Bobby, die hießen dann irgendwie im anderen Film, die gleichen Typen hießen im anderen Film Bobby und Benny.
Also sie haben die Namen getauscht. Hast du mir gemerkt? Ja, das ist mir damals schon aufgefallen mit 5. Ja. Voll geil. Die haben innerhalb der Filme haben die, in der Synchronisation wahrscheinlich einen Fehler, haben die dann die Namen aus Versehen getauscht. Da war im nächsten Film war, hieß er Benny Sascha, und Bobby. Ich war damals nicht an den Namen der Jungs interessiert, um die Sendung zu gucken. Ja, das wundert war, mich jetzt auch, kennst du noch, als im Stil 4, wo sie bei der Armee sind, das ist der geilste überhaupt. Waren die bei der Armee? Die waren ja bei der Armee. Der interessiert sich für die Jungs und für die Armee. Nee, glaub, da, ja, war, ja, da war noch die, ja, diese, da war noch, bei der israelischen Armee waren ja auch Frauen. Das ist immer wieder das bei der Seife, ja, die mal flutschen, ja. Nee, bei der israelischen Armee, das war ein israelischer Film, und da waren ja auch Frauen. Und da waren immer die großen Blonden mit den großen Bananen. Ah, die. Ja. Und die waren ja immer diese... Ich denke, wir sollten das hier an der Stelle... Wie hießen die denn? Wir sollten das jetzt hier abbrechen. Bist du der Meinung? Bitte in die Kommentare an unsere YouTube-Benutzer, ne? In die Kommentare, wie hießen die... Bonnie, Benny, Bobby, Benny und... Wie hießen die Jungs von Eis am Stiel? Bitte einmal in die Kommentare. Ich habe kein Interesse dran, wie die heißen. Ich habe immer auf andere Szenen gewartet und da war nicht viel. Da war nicht viel, da war kaum was deswegen zu sehen. Deswegen hast du ja mal auf Pause gedrückt und dann ja, flackerte das Bild immer so. Ja. Dann sagen wir doch an der Stelle... Schön war es mit dir, Marek. Schön, dass wir über FKK gesprochen haben. Ja, übrigens, genau. Durchgängig. Durchgängig. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Tschüsselchen. Gude. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.